Was ich nehmen würde, ist Vitamin B12 und Vitamin D3. Vitamin D3 kann eigentlich nur über die Sonne aufgenommen werden. Deswegen, in Deutschland haben wir ja nicht so oft Sonne. Also hatten wir jetzt eine lange Periode ohne Sonne. Deswegen D3 essentiell. Und B12 einfach, also B12 ist lebenswichtig. B12 ist in fast jedem Stoffwechselvorgang im Körper beteiligt. Deswegen auf ein Muss für jeden Veganer. Aber auch für jeden Nicht-Veganer. Denn oft argumentieren die Leute, dass in Fleisch drin ist, aber das Fleisch essen die ja nicht roh. Das Fleisch wird ja erhitzt. Also ich rede jetzt nicht von Schinken oder so, aber wenn sie jetzt nur Hähnchen essen, auch Bodybuilding machen und sich da darauf berufen, sie braten das Hähnchen trotzdem an, dann gehen die Vitamine schwupps. Willkommen zum Vegan Fitness Athlet Podcast. Die besten Athleten verraten ihr Wissen zu veganer Ernährung und Fitness. Werde sexy, stark und definiert. Und hier ist euer Gastgeber, der Mann, der 1 Kilogramm Spinat, 1 Kilogramm Brokkoli, 1 Liter Smoothie jeden Tag verzehrt. Christian Wenzel. Hallo, mein Name ist Christian Wenzel, dein Vegan Fitness Athlet von christian-wenzel.com. Gesund und sexy aussehen, muskulös, erfolgreich sein und das alles mit dem veganen Lebensstil, darum geht es heute auch wieder in The Vegan Fitness Athlete. Wir sprechen mit bekannten veganen Athleten, wir sprechen mit berühmten Persönlichkeiten und Menschen, die mit veganer Ernährung und Fitness außerordentliche Leistungen vollbringen. Denn das sind Vegan Fitness Athleten. Dabei sind wir ganz entspannt, unkonventionell und nicht dogmatisch. Wir sind 100% ehrlich, einfach natürlich und authentisch. Und das sind auch unsere Interviewpartner, denn sie leben und leben diesen Vegan Fitness Lifestyle. Und heute haben wir einen besonderen Gast, ein ganz junger Kerl aus Stuttgart. Sein Name ist Kai Stahl. Und er ist mit seinen 17 Jahren schon verbandsübergreifender Bodybuilder, hat eine herausragende Statur. Wir verlinken mit Sicherheit ein paar Fotos in den Shownotes. Und Kai lebt vegan. Hallo Kai, wie geht's dir? Hallo Christian, freut mich heute hier zu sein. Ja, super. Von Kai lernst du jetzt gleich, was oder wie er sich ernährt und wie er mit veganer Ernährung massiv Muskelmasse aufbaut, wie er sich auf Wettkämpfe vorbereitet und dann natürlich auch seinen Körper wieder enorm definieren kann und wie generell er sich stetig motiviert und auch die harten, ja, Fakten für eine Wettkampfvorbereitung auf sich nimmt und sie meistert. Hör die Episode an und klick am Ende auf die Shownotes unter christian-wenzel.com/podcast. Dort haben wir nochmal die wesentlichen Fakten zusammengefasst, die uns Kai jetzt gleich präsentieren wird. Und dort wartet auch ein schönes Gewinnspiel von ihm. Mehr dazu in dieser Episode. Und jetzt geht's los. Kai, du hast das Wort. Erzähl uns doch ein bisschen was über dich. Ich danke dir. Also ich stelle mich erst kurz nochmal vor. Ich bin der Kai Stahl. Ich bin 17 Jahre alt. Wohnhaft in Stuttgart und ich bin veganer Bodybuilder. Ich habe bereits an 2 Wettkämpfen teilgenommen und werde wieder an Wettkämpfen teilnehmen. Wie ich zum Bodybuilding an sich gekommen bin, in der Grundschule bereits, ist klar, jeder Junge möchte so der Stärkste sein und so. Und dann habe ich mir da schon immer so Gedanken gemacht und dann mit 10, 11 begann alles, als ich einen Kumpel in der Umkleide getroffen habe und er hatte ein Sixpack. Und es war natürlich das Tollste von Toll, was man früher so gesehen hat bei uns. Weil das kannten wir ja gar nicht so. Und es sah halt echt geil aus. Und das wollten wir dann alle auch. Dann habe ich mit einem anderen Kollegen noch angefangen zu trainieren. Erstmal zu Hause, weil ein Fitnessstudio konnten wir noch nicht mit 11 Jahren. Dann haben wir gefragt, was er immer so macht. Er hat aber die Ernährung gar nicht erwähnt. Er hat nur gesagt, ja, er macht 20 Liegestütze, 20 Sit-Ups alle 2 Tage. Also einen Tag Pause für Regeneration halt. Das ist gar nicht so schlecht, weil die Reizschwelle ist am Anfang noch gar nicht so hoch. Das heißt, wenn man 20 Minuten breite Liegestütze macht, reicht es, um die Brust zu reizen zum Wachsen, beziehungsweise zum Wachstum anzuregen.
Deswegen haben wir das halt gemacht, haben ein bisschen aufgebaut. Dann die Ernährung kam bisher dann noch nicht. Das kam dann eher so über die YouTube-Schiene. Also so mit 12, 13 haben wir so angefangen, YouTube zu gucken. Und die Guideline von mir war einfach Karl S. Also ich habe mich einfach an ihn orientiert, weil es für mich einfach der authentischste YouTuber war. Der war der netteste und so. So habe ich das jedenfalls aufgefasst. Ich finde heute auch immer ein super Kerl, mit dem rede ich auch öfters. Ich habe einen Großteil meines Wissens von ihm. Er hat mir gezeigt, wie man trainiert. Und zwar am Anfang haben wir immer mit einem Ganzkörpertraining begonnen. Sprich, wir haben Muskelgruppen in einem Training nur 20 Minuten ungefähr trainiert. Beziehungsweise nicht so viele Übungen, nicht so ein hohes Volumen genommen, sondern eher auf die Stärke geachtet. Sprich, wir haben uns Langhanteln gekauft, Kurzhanteln. Und dann habe ich immer zwei Stühle genommen als Squat Rack quasi, um meine Kniebeugen zu machen. Und habe halt immer schon großen Wert auf Grundübungen gelegt. Also wichtig, Grundübungen machen. Und bei Grundübungen habe ich mir immer die Gewichte aufgeschrieben. Bei den Isolationsübungen kann man sich auch gerne die Gewichte aufschreiben, aber bei Grundübungen ist es wichtig, dass man sich halt im Kopf hat, wie viel kann ich Kreuzheben machen. Also wir sind immer in einem System 3x5 oder 5x5 vorgegangen und haben versucht, natürlich mit guter Form uns immer zu steigern, entweder mit Gewicht oder mit den Wiederholungen, bis 5 Wiederholungen. Sprich, wenn wir bei 5 Wiederholungen mit 100 Kilo beispielsweise angelangt sind, gehen wir auf 105 Kilo und dann schaffen wir beispielsweise nur 3-4 Wiederholungen. Und das machen wir dann so lange, bis wir wieder 5 Wiederholungen schaffen und dann gehen wir wieder mit dem Gewicht hoch. Und so baut man sich das alles ein bisschen auf, dass man ein Grundfeste hat als Stärke. Mit Stärke folgt nicht unbedingt Masse, deswegen müsst ihr schauen, dass ihr genug zu euch nehmt. Prinzipiell sind Kohlenhydrate der wichtigste Energielieferant. Von Natur aus ist es jedenfalls so. Man kann natürlich auch ketogene Geschichten machen, aber als Veganer ist es echt nicht zu empfehlen und man fühlt sich dann auch nicht wirklich gut und wohl dabei. Deswegen würde ich eher dann zu vielen Kohlenhydraten, moderat Protein und Low Fat tendieren. Also meine Hauptnahrungsmittel sind so Reis. Reis ist das Beste, Reis macht hart. Dann Quinoa, ganz klar. Amaranth, Bulgur, hat auch 10% Protein. Und als Proteinquellen an sich würde ich dann einfach Bohnen dazu nehmen. Ganz, ja, Standard halt. Und Erbsen auch ab und zu, Linsen. Aber prinzipiell schwarze Bohnen und Bohnen an sich sind ein guter Proteinlieferant. Und von Fetten, die kriegt ihr ganz leicht durch Nüsse oder durch Öle einfach, wenn ihr was anbratet. Dann solltet ihr natürlich gucken, dass ihr genügend Gemüse zu euch nehmt, um euch vital zu halten. Vitamin B12 solltet ihr supplementieren, aber das wisst ihr sicher schon. Wenn nicht, schaut einfach bei Amazon Vitamin B12 Methylcobalamin. Das kann am besten oral aufgenommen werden. Also in Lutschtablettenform. Okay, ja, schon sehr spannend. Kai, du hast ja jetzt schon sehr, sehr viel erwähnt und ich denke, wir sollten noch mal ein bisschen ins Detail gehen bei einigen Sachen. Fangen wir doch von vorne an und beginnen einfach mal mit dem Training. Du hast was sehr Interessantes gesagt, und zwar, dass Karl S. dein Trainer war. Wie bist du denn an Karl S. geraten und wie genau hat er dich begleitet in diesen Jahren, in dieser Zeit? Also Karl war einfach wie so ein Mentor für mich und ich habe auch jeden Tag seine Videos angeguckt. Er hat halt immer informative Sachen gebracht, zum Beispiel, dass er hat so viele Videos, ich glaube über 2000 mittlerweile, ist das schon ewig auf YouTube. Er hat halt immer erzählt, wie man sich einen Trainingsplan aufbaut. Also nur mal so, viele kritisieren ihn ja wegen seinem 360-Grad-Paket, aber man muss es sich doch nicht holen. Warum kritisiert man ihn denn dann? Und ich merke das auch selber, ich kriege ständig Nachrichten, hey, wie trainiere ich, bla bla bla. Und so kriege ich 10 Stück am Tag. Und es häuft sich natürlich, wenn die Bekanntheit steigt. Deswegen versucht man das mit einem Paket zu lösen. So hat er es jedenfalls gemacht. Aber er hat auch viele Videos, wirklich viele Videos gemacht, wie man sich einen Trainingsplan selber zusammenstellt.
Also die Videos kann man einen perfekten Trainingsplan selber machen. Ich persönlich wollte halt das machen, was er empfiehlt, weil ich den halt cool fand. Und dann habe ich mir sein 360-Grad-Paket gekauft, Basic. Also für Anfänger, dieser Ganzkörpersplit. Da gibt es Anfänger 1 und Anfänger 2. Mittlerweile ist es auch überarbeitet. Der hat ja jetzt sein Bodywork und so. Ja gut, also wie gesagt, am Anfang immer Gewichte aufgeschrieben und alles. Und wenn man dann fortgeschrittener ist, also zum Beispiel ein Jahr trainiert oder so, dann kann man mal, wenn man merkt, es geht nicht mehr so gut voran, also ich würde auf jeden Fall so lange das machen, wie es funktioniert. Also wenn man da Muskeln aufbaut, wieso soll man das dann nicht weitermachen? Ich würde es auf jeden Fall mindestens ein Jahr machen. Und dann kann man, wenn es nicht mehr so viel bringt, ein bisschen den Trainingsplan aufsplitten. Also dann zum Beispiel Push-Pull-Beine, das ist jetzt so ein standardmäßiger Plan, aber das war jetzt nur ein Beispiel. Push-Pull-Beine heißt, Push ist Brust, Trizeps, vordere Schulter, Pull ist Rücken, Bizeps, hintere Schulter und Beine sind halt Beine. Und das sind dann 3 Trainingstage die Woche. Und dann geht man halt speziell auf die einzelnen Muskeln ein und trainiert die dann dementsprechend länger. Von 3/4 Stunde bis 1 Stunde bis 1,5 Stunden. Und ja, aber das ist immer gut, eine progressive Steigerung zu haben. Also durchgehend immer die Gewichte aufschreiben, aber haltet euch an die Grundübungen, also die sind das Wichtigste. Isolationsübungen könnt ihr auch gerne mal nach Gefühl machen. Wenn ihr euch nicht so wohl fühlt, kann es ja auch mal sein, dass ihr Kraftverlust habt und so weiter. Aber es ist gar nicht schlecht, das zu dokumentieren. Ihr müsst halt schauen, woran es liegt. Es kann ja sein, dass ihr zu wenig trinkt und so weiter. Also die Faustregel ist pro Kilo Körpergewicht ein Liter, pro 20 Kilo Körpergewicht 1 Liter Wasser. Auch sehr spannend, pro Kilo, also pro 20 Kilo Körpergewicht 1 Liter Wasser. Das wäre bei einem 80, Richtig. bei einem 80 Kilogramm Mann wären das ja 4 Liter direkt, wo viele ja auch immer davon ausgehen, dass eben diese Standardempfehlung von 2 bis 3 Litern optimal wäre. Hat das jetzt Ja. speziell damit zu tun mit Bodybuilding, wenn man jetzt viel Sport macht, oder sagst du das generell so? Also ich denke, dass man sowieso bei dem in Anführungszeichen normalen Menschen, der keine Ahnung, Chips isst und was weiß ich, also Chips sind nebenbei vegan, die meisten jedenfalls, immer schön drauf gucken, da ist ja mega viel Salz drin, also in den ganzen Süßigkeiten auch und deswegen kann man das mit dem Wasser ein bisschen ausgleichen, aber man sollte trotzdem nicht so viel Salz zu sich nehmen, also kann man schon mal gerne drauf achten. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, wir wollten noch so das Thema KLS abschließen. Also das heißt, ich habe verstanden, dass du das KLS 360-Grad-Paket gebucht hast sozusagen, und dich hat jetzt Karl nicht persönlich trainiert. Also du hast jetzt nicht dreimal die Woche mit ihm persönlich trainiert, sondern du hast quasi Nein, nein. nach seinen Videos und nach seinen Plänen dir deinen eigenen Plan zusammengestellt und damit auch hervorragende Resultate erzielt. Richtig. Und er hat auch wichtige Sachen direkt von Anfang an gesagt. Beispielsweise, wie man gescheit die Rotatoren aufwärmt. Die liegen zur Information, für die, die es nicht wissen, unter den Schultermuskeln. Und da die Bänder und Sehnen viel langsamer, dass sich die Schulter verletzt, wenn man beispielsweise die Rotatoren nicht gescheit aufwärmt. Also für die, die es nicht wissen, schaut einfach auf YouTube Rotatoren aufwärmen. Kommt direkt ein Video, wo es gezeigt wird. Wenn er die nicht aufwärmt und dann zum Beispiel 40 Kilo Kurzhanteln bei den Schultern packt und geht direkt auf 40 Kilo, dann wird es ganz schön knacken und der Muskel ist nicht warm. Das ist nicht gut. Da ist das Verletzungsrisiko halt ziemlich hoch, vor allem bei Schultern. Ich kenne viele Leute, die sich die Schulter dadurch kaputt gemacht haben. Also Aufwärmen ist das A und das O. Ja, also dann habe ich mir halt angeguckt, wie Karl S. immer mit seinem damaligen Schützling Tim Gabel trainiert hat. Und ja, die sahen halt auch toll aus. So wollte man ja natürlich auch aussehen. Deswegen hat man halt auch die Sachen übernommen, wie die gemacht haben. Aber ich habe mich eher so an Karl gehalten, weil ich immer das Gefühl hatte, dass Tim so ohne Plan trainiert hat. Also Tim hat einen spitzen Körper, kann man gar nichts sagen. Aber er hat auch wahrscheinlich keine schlechte Genetik. Er macht halt viele Supersätze. Mit dem rede ich ja auch ab und zu im Fit One. Ja, also ich mache es momentan auch so, dass ich viele Supersätze mache.
aber ich habe auch einen ganz anderen Split. Also wenn ihr mal 3-4 Jahre trainiert, müsst ihr halt schauen, wie ihr das dann mehr aufsplittet. Also wie ihr dann mehr auf einzelne Muskelgruppen eingehen könnt. Also auch sehr spannend. Du hast jetzt Aufwärmen genannt, also das heißt da die Empfehlung an die Zuhörer in YouTube Rotatoren aufwärmen eingeben und dort das dann eben auch machen und du hast gesagt, dass Aufwärmen das A und O ist. Machst du denn dann quasi nur, wärmst du nur diese Rotatoren auf oder wie sieht dein Aufwärmprogramm generell aus? Also ich mache die Windmühle oder keine Ahnung, wie man das nennt, halt die Arme, so in Drehbewegung, Kreisbewegung und zwischendrin dann halt die Rotatoren noch aufwärmen mit leichten Kurzhanteln. Also ich nehme immer, keine Ahnung, 2 Kilo, höchstens 4 Kilo, weil die wachsen ja nicht wirklich mit und man will halt nur schauen, dass die aufgewärmt sind. Das mache ich aber immer nur vom Oberkörpertraining. Kann man natürlich auch vom Unterkörpertraining machen, wenn man bei einer Kniebeuge beispielsweise automatisch mal nach oben drückt mit den Armen und die Schulter dadurch auch belastet. Deswegen kann man das vom Beintraining auch gerne mal machen. Und vom Beintraining sollte man auch wenigstens 3 Minuten kurz auf dem Stepper oder kurz aufs Fahrrad und dann durchtreppeln. Dann ist man auch ganz gut warm. Dann natürlich mit der Übung, mit der man beginnt, beispielsweise Kniebeuge, macht man mit einer Stange nur 20 Wiederholungen und dann geht man in sein Arbeitsgewicht über. Also erstmal schön aufwärmen und dann ist alles okay. Und du empfiehlst dann auch quasi, wenn man jetzt ein Programm hat, ganz egal welches, dann natürlich mit den Grundübungen zu beginnen und dann später eher zu den einzelnen Muskelgruppen zu gehen und zu den leichteren oder auch zu den kleineren Muskelgruppen. Kannst du uns dazu noch was sagen, zu dieser Reihenfolge auch? Das ist ein interessantes Thema. Also der Volksmund sagt, erst die großen Muskelgruppen, dann die kleinen. So ist es auch etabliert. Aber wir haben schon manche Leute gesagt, also das ist eine interessante Sache, da habe ich mir auch schon oft darüber Gedanken gemacht. Also ich habe es bisher immer so gemacht, wenn ich zum Beispiel Push gemacht habe früher, habe ich erstmal die Brust trainiert, dann die Schultern und dann den Trizeps. Ich bin damit auch gut klargekommen, weil durch das Bankdrücken und so weiter wird der Trizeps ja auch vorbelastet. Und wenn man dann Schultern isolierter trainiert, dann kann sich der Trizeps ein bisschen entspannen und dann kann man ihn dann wieder härter trainieren. Der Hauptgrund, warum man große Muskelgruppen zuerst trainiert, ist, weil die halt am wichtigsten sind. Weil wenn ihr Bankdrücken macht, dann trainiert ihr auch Trizeps mit. Und wenn ihr beim Bankdrücken stark seid, habt ihr auch keinen schlechten Trizeps. So ist es. Deswegen am Anfang direkt Grundübungen, so habe ich es auch immer gemacht, also am Anfang beim Beintraining Kniebeuge, Anfang vom Brusttraining halt Bankdrücken, und Anfang vom Rückentraining Kreuzheben. Durch die Grundübung könnt ihr euren Körper brutal formen, ohne Isolationsübung. Deswegen sehen die Powerlifter auch so krass aus. Die haben einen riesen Bizeps, riesen Nacken. Und die machen keine Isolationsübung. Die machen nur Bankdrücken, Kreuzheben und Kniebeuge. Und was Karl auch teilweise als Grundübung genannt hat, war Klimmzüge. Weil die halt wichtig sind für einen breiten Rücken. Okay, spannend. Also das ist ja auch eine sehr gute Aussage, dass man mit diesen Grundübungen also seinen Körper eben auch sehr stark formen kann. Da ist ein schönes Stichwort eben auch zu dem Thema Definition. Also wir haben jetzt viel über Muskelaufbau gelernt, wie das Training aussieht. Ich denke, du hast viel über Progression erzählt, über wie man steigern kann etc. So, wie ist es denn jetzt mit der Definition? Was kann ich da eben machen, um dann auch wirklich richtig shredded, richtig definiert auszusehen? Ja, also erstmal Stichwort Milchprodukte. Die verlangsamen den Stoffwechsel durch die schwefelhaltigen Aminosäuren, die sich darin befinden. Also wenn euch jemand erzählt, dass ihr abends noch einen Magerquark essen müsst, damit der Körper über Nacht mit Casein versorgt ist, das ist absoluter Bullshit. Hört da gar nicht drauf, das verlangsamt euren Stoffwechsel. Wenn ihr definieren wollt, würde ich es auf jeden Fall nicht machen. Wenn ihr euch vegan ernährt, sowieso besser. Aber jetzt für alle Nicht-Veganer würde ich die Milchprodukte auf jeden Fall weglassen. Dann, ich würde trotzdem mich mit vielen Kohlenhydraten ernähren. Das Wichtigste ist einfach, dass ihr in einem Kaloriendefizit seid.
Also wenn ihr zum Beispiel 3000 Kalorien verbraucht, dann esst ihr einfach 300 weniger, das reicht vollkommen. Und dann werdet ihr immer Fett verlieren. Und aber da ihr ja nicht mit den Kohlenhydraten stark runtergeht, bleibt ja euch auch genug Energie noch fürs Training. Die Glykogenspeicher sind trotzdem noch ziemlich voll. Wichtig ist Okay. halt der Start in den Tag noch, dass man morgens halt was, also man sollte morgens was essen, aber man sollte auch nicht zu oft essen. Also ich würde es jetzt nicht so machen, dass man die Kalorien auf 5 Mahlzeiten verteilt, sondern eher 3 Mahlzeiten. Weil es gibt ja auch diese Insulin, das Insulin, das dann ausgeschüttet wird, dadurch kriegt man ja auch Heißhunger. Und deswegen einfach morgens, mittags, abends fertig. Ah, okay, also das ist ja ganz spannend. Es gibt ja auch Menschen, die so einen schnellen Stoffwechsel haben und die dann sowieso ständig Hunger haben. Empfiehlst du das generell, wenn man jetzt in dieser Definitionsphase sich befindet, oder sagst du, ja, das ist schon sehr abhängig von der Person selbst? Wichtig ist einfach, dass man rausfindet, wie viel verbraucht die Person überhaupt. Also am genauesten, die genaueste Methode ist so, also diese Rechner, die ihr online findet, könnt ihr mal einen nehmen, dann rechnet ihr was aus, dann kommen jetzt beispielsweise 2600 Kalorien aus. Das wird natürlich niemals stimmen, weil die Rechner, die sind halt nicht so genau, weil die wissen auch nicht euren Körperfettprozent. Und dann nehmt ihr einfach mal diese Kalorienzahl oder wenn ihr wisst, dass ihr sowieso viel verbrennt und obwohl ihr viel esst, dann packt ihr einfach 2000 Kalorien drauf. Dann wiegt ihr euch jeden Morgen um ungefähr die gleiche Uhrzeit mit nüchternem Magen nach dem ersten Klogang. Dann habt ihr beispielsweise am Morgen 16 Kilo, 60 Kilo, nicht 16, das wäre schlecht. Dann schaut ihr jetzt jeden Tag, wiegt euch jeden Tag. Das macht ihr 2 Wochen lang. Dann nehmt ihr den Wochendurchschnitt von beiden Wochen und schaut, was sich im Gewicht getan hat. Wenn das Gewicht gleich geblieben ist, habt ihr euren Grundbedarf. Ihr esst natürlich jeden Tag das Gleiche, die gleiche Menge an Kalorien. Dann habt ihr euren Grundbedarf. Wenn das Gewicht halt gesunken ist, dann seid ihr halt in Definition und esst halt weniger, als ihr verbraucht. So einfach ist es. So können auch Ectomorphs quasi ihren Stoffwechsel ermitteln. So, das bedingt quasi, dass ich immer weiß, wie viel ich esse und das gleiche esse und am besten auch zur gleichen Uhrzeit. Also muss ich mich dann einfach mal 2 Wochen disziplinieren und immer die gleichen Mahlzeiten zu mir nehmen. Man muss nicht immer unbedingt die gleichen Mahlzeiten zu sich nehmen. Ich würde halt empfehlen, dass die Kalorien halt gleich bleiben. Die Kalorienmenge soll gleich bleiben. Aber man muss jetzt nicht nur Reis essen. Also man kann jetzt schon durchwechseln mit Quinoa und Gemüse und Obst. Okay, ja, super, super Information für all diejenigen, die immer noch nicht wissen, wie hoch ihren Grundumsatz ist, beziehungsweise ihren Kalorienbedarf während des Tages. Da hat uns Kai eben gerade ein ganz schönes Beispiel gegeben, wie jeder das für sich bestimmen kann. Super. Du hast vorhin so ein Stichwort genannt: Reis ist das Beste, Reis macht hart. Ja. Was meinst du denn damit, um jetzt so ein bisschen in die Ernährung zu kommen? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es selber nicht genau, aber ihr werdet feststellen, wenn ihr esst Nudeln oder ihr esst Reis. Und dann schaut ihr euch eure Form danach an, mit den gleichen Voraussetzungen. Dann werdet ihr merken, dass ihr durch den Reis einfach besser ausseht, dass ihr praller ausseht. Ich nehme mal an, der Reis speichert etwas das Wasser in den Muskeln. Ich bin mir nicht sicher. Aber wir reden jetzt hier aber von glutenfreien Nudeln natürlich. Und trotzdem ist der Reis besser. Deswegen essen die ganzen Bodybuilder halt auch weißen Reis. Braunen Reis könnt ihr natürlich auch essen oder Süßkartoffeln. Das ist auch nicht schlecht. Haben auch gute Freunde von mir genommen, immer. Also immer gegessen vor den Wettkämpfen. Aber weißer Reis ist so der Standard und daran würde ich mich auch ein bisschen orientieren. Aber wie gesagt, Süßkartoffeln ist top, hat auch viel Vitamine und auch Vitamine, die man in anderen Lebensmitteln vielleicht nicht so findet. Also wenn ihr Süßkartoffeln mögt, dann esst Süßkartoffeln. Braunen Reis halt nach Bedarf, dann wenn der euch schmeckt, dann esst den. Und du hast jetzt eben auch glutenfreie Nudeln natürlich gemeint. Wie stehst du zu dem Thema Gluten? Sollten die gemieden werden? Weil so ein Bodybuilder-Food ist ja auch typisch Haferflocken und viel Weizen. Was ist damit? Ja, also Gluten
sollte man, also wurde mir auch von meinen Vorbereitern gesagt, dass man die in der Diät meiden soll, weil die Wasser ziehen, also weil Gluten Wasser zieht. Und das will man halt nicht, dass unnötige Wassereinlagerungen dann zustande kommen. Also ich meine, in der Offseason ist es jetzt nicht so schlimm, aber ich finde, es muss nicht sein. Also wenn einem brauner Reis genauso gut schmeckt oder Vollkornnudeln wie Nudeln mit Ei oder beziehungsweise mit Gluten, dann ist mir doch lieber das glutenfreie, wenn man dann besser aussieht und es gleich schmeckt. Ja, sehr interessant. Gluten zieht Wasser und dementsprechend behindert es etwas die Definition, auch eine schöne Kernaussage sozusagen. Jetzt ist ja Reis, sag mal, nicht so das nährstoffreichste Lebensmittel, vor allem nicht weißer Reis. Da Das hast du recht. tust du dann quasi dann kompensieren mit viel Gemüse und anderen Nahrungsmitteln. So ist es. Also man kann da zusätzlich halt noch Zink nehmen. Man muss halt aufpassen, dass man jetzt nicht zum Beispiel 100 Milligramm nimmt. Also es gibt hochdosierte Zink-Dinger, die halt, wo halt eine Tablette 100 Milligramm sind. Nehmt dann nur eine halbe. Weil es gibt halt, es kann sein, dass man eine Zinkvergiftung kriegt. Und deswegen müsst ihr schauen, dass ihr halt, ich würde höchstens 50 Milligramm am Tag nehmen. Das sind aber nur so Zusätze. Also lasst euch beim Arzt einfach ein Blutbild geben und schaut, wo habt ihr Mängel und ja. Aber auf jeden Fall, was ich nehmen würde, ist Vitamin B12 und Vitamin D3. Vitamin D3 kann eigentlich nur über die Sonne aufgenommen werden. Deswegen, in Deutschland haben wir ja nicht so oft Sonne. Also hatten wir jetzt eine lange Periode ohne Sonne. Deswegen D3, essentiell. Und B12 einfach, also B12 ist lebenswichtig. B12 ist in fast jedem Stoffwechselvorgang im Körper beteiligt. Deswegen auf ein Muss für jeden Veganer, aber auch für jeden Nicht-Veganer. Denn oft argumentieren die Leute, dass in Fleisch drin ist, aber das Fleisch essen die ja nicht roh. Das Fleisch wird ja erhitzt. Also ich rede jetzt nicht von Schinken oder so, aber wenn sie jetzt nur Hähnchen essen, auch Bodybuilding machen und sich da darauf berufen, die braten das Hähnchen trotzdem an. Dann gehen die Vitamine schwupps. Und dann haben sie auch kein B12 und auch einen Mangel. Also B12 würde ich so oder so konsumieren einfach. Interessant. Du hast ja schon erwähnt, wo man das Vitamin B12 bekommen kann. Hast du da ein spezielles Mittel? Was nimmst du? Also ich nehme Methylcobalamin standardmäßig. Das sind Lutschtabletten, keine Gelatine und es ist günstig. Also ich glaube, es kostet 10 Euro oder so, so 100 Kapseln, 100 Tabletten. Einfach auf Amazon eingeben. Methylcobalamin heißt es. Und dieses Methylcobalamin, wie gesagt, kann oral am besten aufgenommen werden, also würde ich darauf zurückgreifen. Spannend. Ja, dann erzähl uns doch mal, gehen wir jetzt ein bisschen weg von der Definition generell zu so einem ganz normalen Tag, wenn du also trainierst und jetzt nicht unbedingt in 2 Wochen einen Wettkampf hast. Wie ernährst du dich? Also was ist so dein Frühstück, dein Mittag, dein Abendessen? Du hast ja von 3 Mahlzeiten gesprochen. Kannst du uns das im Detail mal erläutern? Also, wenn ich schaue, dass ich halt viel Flüssigkeit zu mir nehme. Deswegen haben wir auch mal viel Flüssigkeit im Hause. Aber ihr könnt natürlich auch Leitungswasser nehmen. Das ist bestimmt sogar sauberer als das Mineralwasser in Flaschen. Deswegen, ich trinke auch oft einfach nur Hahnwasser. Also wenn ich aufstehe, das erste, was ich mache, ich trinke einen halben Liter Wasser. Ganz wichtig. Nur mal kleiner Tipp zu den Vitaminen. Vitamin B12 und die ganzen Vitamine würde ich, wenn dann abends nehmen, weil die über den Schlaf, über die Nacht dann halt am besten aufgenommen werden können. So, zurück zum Tagesablauf. Ich stehe auf, trinke einen halben Liter Wasser, dann gehe ich Zähne putzen, dann mache ich mir mein Frühstück. Das ist dann entweder Haferflocken mit Sojamilch oder Kokosmilch oder Haselnussmilch und dann haue ich noch gerne ein paar Kokosflocken rein für die Fette oder halt ein paar Nüsse oder ein bisschen Agavendicksaft. Ich mag es gerne süß. Oder halt das Vegan Blend von MyProtein. Also ich werde jetzt nicht von MyProtein gesponsert, nur mal so. Ich mag es halt vom Geschmack her. Hat 70% Protein, glaube ich. Schmeckt nach Schokolade. Gibt Chocolate Smooth, heißt es. Ist auch ziemlich günstig. Also das tue ich dann einfach dazu. Rühre es um, dann schmeckt schokoladig. Und dann habe ich schon ein gutes Frühstück beisammen. Und ich liebe einfach Reis mit Bohnen, deswegen esse ich das auch ständig. Ich esse es auch oft zum Frühstück. Auch einfach so Tomatensauce, kurz Reis oder Quinoa oder Bohnen.
Also gerne Proteinquelle mit Getreide verbinden. Hülsenfrüchte mit Getreide. Das ist so meine Hauptnahrung. Und halt Gemüse natürlich. Ist es dann quasi so, dass Hülsenfrüchte mit Getreide, hört man ja sehr oft, auch dann quasi die Wertigkeit des Proteins erhöhen, richtig? Also das ist auch ein interessantes Thema. Also ein Freund von mir, der ist total gegen Vegan und so. Und beruft sich halt, das ist die einzige Sache, worauf er sich immer beruft. Also er sagt immer, ja, aber die biologische Wertigkeit. Die biologische Wertigkeit, darauf würde ich mich nicht verlassen, weil laut der biologischen Wertigkeit kann ein Ei mit Kartoffeln am besten aufgenommen werden. Selbst wenn das stimmen sollte, ein Ei erhöht das Krebsrisiko und es erhöht das Herzinfarktrisiko. Tierische Produkte enthalten nun mal Cholesterin und es erhöhen halt die Risiken dafür. Und Herzinfarkte sind der Nummer 1 Killer in den USA. Dreimal dürft ihr raten, warum. Gesättigte Fettsäuren und Cholesterin. Ganz einfach. Tierische Produkte. Unterm Strich. Mal ganz davon abgesehen, dass in den USA 98% genverseucht sind von Nahrungsmitteln. Und in Deutschland sind es aber null. Und trotzdem sterben viele an Herzinfarkten. Ich meine, wer hat keinen in der Familie, der mal an Tumor erkrankt ist oder an Krebs gestorben ist? Okay, und du sagst, das liegt sehr stark an den tierischen Fetten, So ist vor es. allem die dann quasi in Ei, fettem Fleisch etc. vorkommen. Und du sagst dann eben auch, dass sehr viel genmanipuliert ist in Amerika. Das heißt, da sprichst du auch von einem Ei und sprichst wahrscheinlich davon, dass das ja, Masthuhn dann quasi genmanipuliertes Mastfutter bekommen hat. Oder wie Ja, funktioniert das? also die sind nicht so sparsam mit dem Antibiotika wie wir. Also ich glaube, sie haben in China sogar einen neuen Virusart entdeckt oder so, die gegen alle Antibiotika-Varianten immun ist. Also die haben einfach alles Antibiotika, was sie hatten, in Tiere reingeballert und irgendwann war der Virus dagegen immun. Und wir können da nichts mehr machen. Wenn wir eh schon Antibiotika bei uns nicht mehr so stark anschlägt, wegen den tierischen Produkten, wenn wir die zu uns nehmen. Also wir reden jetzt von Massentierhaltung. Wenn wir Billighuhn zu uns nehmen oder sowas und Antibiotika bei uns eh nicht mehr so gut wirkt und dann auch noch dieser Virus kommen würde, der kann tödlich enden. Kann man halt nichts dagegen machen. Und das ist, da merkt man halt wieder, dass die Leute dann eher auf den Profit schauen. Es ist halt günstiger für die, wenn die halt Antibiotika nehmen, anstatt dass die Hühner irgendwie freier leben oder irgendwie mehr Rechte haben oder so. Das ist ein Fremdwort für die, die schauen halt nur, dass finanziell alles stimmt. Und das ist halt das Problem in der Gesellschaft. Auf jeden Fall spannende Informationen. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück zu deinem Essensplan. Du hast dir jetzt erzählt von deinem Frühstück. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Du isst oft Haferflocken, wahrscheinlich glutenfrei dann, ne? Richtig? Ja. Glutenfreie Gibt's ja Haferflocken. auch für 40 Cent ein halbes Kilo, also Genau. wer Geld sparen will, Haferflocken. Glutenfreie Haferflocken und Sojamilch, dann tust du ein bisschen Kokos rein, Nüsse und das Vegan Blend von MyProtein. Und dann isst du halt zum Mittag und auch hauptsächlich zu Abend oder auch manchmal auch zum Frühstück dann Reis mit Bohnen, so ein bisschen Tomatensauce oder nimmst alternativ Quinoa und Richtig. andere Pseudogetreide zu dir. Ja, also während ich hier mit dir rede, habe ich auch nebendran Reis mit Quinoa stehen, was ich nachher essen werde. Genau, also ich denke, der eine oder andere hat es schon gehört, dass du öfter mal mit dem Geschirrklapper isst. Ist es so, dass du auch ständig am Essen bist sozusagen, aber so ist jetzt so Mittagszeit für dich und es ist jetzt Essenszeit, oder? Ich esse gerne viel und oft, ja, da hast du recht. Also ich komme jetzt gerade vom Training, wenn ich vom Training komme, dann bin ich immer hungrig. Ich nehme auch manchmal zum Proteinshake noch Malto. Das sind auch kurzkettige Kohlenhydrate, aber das reicht vollkommen, wenn man einfach nur eine Banane isst und einen Apfel und dann halt BCAAs nimmt. Also ich nehme vor dem Training drei Tabletten und nach dem Training drei Tabletten.
Ich habe mir halt diese veganen BCAAs bestellt und die sind halt diesmal in Tablettenform, aber man kann sie genauso gut in Pulverform nehmen. Muss halt schauen, dass es keine Kapseln sind, also ohne Gelatine. Okay, für unsere Zuhörer, BCAA sind sogenannte Brain Chains Amino Acids, habe ich das richtig in Erinnerung? Das sind mit die wesentlichen essentiellen Aminosäuren für den Muskelaufbau, richtig? Richtig. Also die können halt direkt aufgenommen werden und deswegen sind die halt vor dem Training und nach dem Training viel wichtiger als irgend so ein billiger Whey-Shake oder sowas. Also würde ich lieber auf BCAAs zurückgreifen. Also das heißt, du nimmst vor dem Training 3 Caps BCAAs und nach dem Training 3 Caps, also Tabletten, ja. Und machst dann auch nach dem Training wahrscheinlich dir noch einen Proteinshake. Ja, aber dann trinke ich auch gerne morgens. Also zurzeit trinke ich ihn einfach morgens. Also ein Proteinshake am Tag sozusagen. Genau, also einen großen Löffel, einen gehäuften Löffel. Mhm. Ja, dann trinke ich dann halt morgens, wenn ich aufstehe. Weil das machen halt viele Bodybuilder so und man hat ja über die Nacht dann nichts mehr, also man, über die Nacht keine große Versorgung, was aber auch nicht schlimm ist, weil der Körper dann halt die Muskeln reparieren muss. Das Blut muss in den Muskeln sein und nicht im Magen, deswegen abends auch keinen Magerquark oder sowas noch essen vorm Schlafen gehen. Da kann man eh nicht gut schlafen, finde ich. Ja, also ich würde so 3 Stunden vorm Schlafen nichts mehr essen oder 2 Stunden. Damit das Blut nicht so im Magen beschäftigt ist, dass der Körper sich besser um die Muskeln kümmern kann. Okay, auch spannend. Was gibt's denn noch? Also wir haben jetzt viel schon erfahren. Du hast vorhin von Zink gesprochen, Zink zusätzlich einnehmen. Dann hast du Vitamin D3 und Vitamin B12 genannt. Ja. Sind das so die, und die BCAAs, das sind so die wesentlichen Faktoren, die ein starker Mensch, ein Bodybuilder, der Muskel aufbaut, dann so zu sich nimmt, neben der guten Ernährung. Also ich würde Zink jetzt nicht so als essentiell betrachten wie B12 oder D3 oder BCAAs. Also die drei Sachen, D3, B12 und BCAAs, sind für mich so das Wichtigste. Ich brauche Zink und so brauche ich gar nicht. Ich würde es dann halt nur nehmen, wenn man halt sieht, dass man es durch die Nahrung vielleicht nicht gescheit aufgenommen hat, weil man nicht variiert genug gegessen hat. Aber manche möchten das auch gar nicht und die nehmen das dann einfach über Supplements. Und das seht ihr dann über euer Blutbild, was euch fehlt. Okay. Und jetzt nehmen wir an, es ist jetzt tatsächlich jemand so für einen Wettkampf, will sich da vorbereiten, ist wenige Wochen davor. Was gilt es da noch zu beachten? Du hast Kaloriendefizit genannt von ca. 300 Kalorien. Mhm. Und was machst du dann da zusätzlich noch? Also mehrere Wochen vom Wettkampf würde ich auch die Kalorien, also nicht nur die Kalorien, sondern auch die Kohlenhydrate noch zusätzlich senken, weil Fette sind ja sowieso schon unten, wahrscheinlich bei 30 Gramm nur oder so. Dann würde ich einfach mehr BCAAs nehmen, bis zu 20, 30 Gramm am Tag und dann einfach ein bisschen mit Kohlenhydraten runtergehen, um noch so die letzten Fettreserven rauszukratzen. Und dann halt schauen, vielleicht, wie kann ich dann noch irgendwie Cardio einbauen oder High-Intensity-Einheiten, also dann zum Beispiel Stairmaster, dann rennt man mal oder steigt mal die Treppen schnell mit 12 km/h oder 15 km/h 30 Sekunden lang hoch, da macht man eine Minute Pause, läuft normal und dann macht man wieder 30 Sekunden schnell durch. Kann man am Fahrrad auch sehr gut machen. Ich mache es häufig am Fahrrad. Ja, und dann, wenn man das morgens auf nüchternem Magen macht, dann danach BCAAs einwerfen und dann euer Frühstück zu euch nehmen, je nachdem wie euer Zeitplan ist. Oder des Abends dann noch machen, das ist auch eine gute Sache. Dann verbrennt der Körper noch ein bisschen Fett, also mehr Fett, da der Stoffwechsel abends noch angeregt wurde. Aber dann müsst ihr halt schauen, wie ihr dann schlafen könnt. Manche können dann auch nicht mehr einschlafen. Die häufig ist es so, dass die Leute dann nicht mehr einschlafen können. Deswegen morgens nach dem Aufstehen einfach, dann seid ihr auch fitter für den Tag. Okay, und in der Wettkampfvorbereitung, wie oft trainierst du da oder wie oft trainierst du generell? Das hatten wir noch gar nicht besprochen. Also generell würde ich für jeden, der Muskeln aufbauen will, empfehlen, 3-4 Mal die Woche reicht vollkommen, um Muskeln aufzubauen. Ich würde nicht jeden Tag gehen oder sowas. Selbst ich jetzt in der Wettkampfvorbereitung trainiere 6 Mal die Woche mit Gewichten und dann an diesem quasi Pausetag mache ich dann halt nur Cardio, mache ich dann eine Dreiviertelstunde Stairmaster. Danach ist euch auch ordentlich schwindelig.
Also dann setzt euch erstmal hin und nehmt eure BCAAs oder trinkt die während dem Training, je nachdem, ob ihr es in Pulverform habt oder nicht. Ja, dann habt ihr diesen Pausetag mit Cardio quasi ersetzt. Das geht auch. Ich glaube, da regeneriert man sogar schneller, weil das Blut besser zirkuliert. Ja, sehr spannend, lieber Kai. Du hast uns ja jetzt viele, viele Tipps gegeben. Du hast auch einen sehr ausführlichen Artikel geschrieben bei vegan-philetics.com. Dort hast du auch nochmal sehr viele Dinge ausführlich dargestellt. Für alle, die das interessieren, wir haben auch diesen Artikel in den Shownotes verlinkt. Das ist www.vegan-philetics.com und dann in das Suchfeld einfach Kai Stahl eingeben. Und ihr kommt dann direkt zu dem Artikel. Kai, wenn jemand mehr über dich wissen will oder deine aktuelle Form betrachten will, wo kann er sich denn da hinwenden? Jo, also entweder ihr schaut halt auf Facebook, Kai Stahl, oder Kai Stahl Vegan Freak ist meine Facebook-Page. Die habe ich aber nur so nebenher, halt als Sportlerseite. Und auf Instagram einfach ganz normal Kai Stahl eingeben, dann findet ihr mich auch. Könnt ihr auch mehr Nachrichten senden. Wenn es zu viele werden, dann sage ich schon was, aber momentan geht's noch. Gut, also beeilen. Der Podcast wird ja wahrscheinlich ein Leben lang online sein. Das heißt, je später ihr diesen Podcast hört, desto geringer die Chance, dass Kai euch als zukünftiger Bodybuilding-Weltmeister noch als Freund akzeptiert. Ja, das ist Kai Stahl. Kai Stahl wird mit H in der Mitte geschrieben, also S-T-A-H-A-L. Und wir verlinken natürlich, wie gesagt, alles in den Shownotes. Und Kai hat auch sich zur Verfügung gestellt, dass es ein Protein zu verlosen gibt. Auch hier gibt es mehr Informationen unter christian-wenzel.com/podcasts und dann die Episode mit Kai auswählen. Wenn du am Gewinnspiel teilnehmen möchtest, einfach bei iTunes den Podcast abonnieren und einen Kommentar hinterlassen und die Nummer dieser Episode mit dazu schreiben, so können wir dich dann zuordnen. Also jetzt nochmal, also Komplimente und so sind immer willkommen, also ihr könnt mir gerne schreiben, ja, toll, was du erreicht hast und so, das höre ich immer gern, aber bitte keine Anmachen von Männern. Okay, gut. Also, weil das bekomme ich häufig und da antworte ich auch nicht gerne. Da sage ich dann, danke, dass du mich so nett findest, aber ich habe kein Interesse und die lassen dann nicht locker. Dann muss ich sie ignorieren, was ja auch unhöflich ist. Okay, aber, also Kai ist ein ganz liebenswerter Mensch und macht dich darauf aufmerksam und das solltest du dann auch einhalten. Vielen Dank dafür. Und ich danke. Ja, wir werden in den nächsten Episoden wieder weitere viele vegane Athleten zu Gast haben. Wir haben Weltmeister schon da gehabt. Wir haben ganz erfolgreiche Profisportler da, die sich alle vegan ernähren. Wir haben Rohköstler da, die mit Rohkosternährung extreme Muskeln aufbauen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Lupine, eine hervorragende vegane pflanzliche Eiweißquelle. Auch da gibt es das Lupinenbuch, sehr wahrscheinlich jetzt schon zu kaufen, und vegan kochen mit Lupine. Also auch hier sind die Links verlinkt. Und ja, würde uns freuen, wenn du auch wieder das nächste Mal reinschaust und reinhörst, wenn es um. Hab das neulich im Edeka Lupineis gesehen. Oh ja, es gibt ja jetzt mittlerweile sehr viel mit der Lupine, du hast recht. Wobei die Produkte im Handel, finde ich, sehr lupinenarm sind. Ja. Da sind sehr viele andere Dinge drin. Da hast du recht. Genau. Ich wusste auch gar nicht, was es ist. Ich musste mich erstmal informieren. Ah, okay. Also Lupine, eine Pflanze, die alle essentiellen Aminosäuren hat, sehr gute, zwischen 35% und 45% Eiweiß, bei ganz geringen Kohlenhydraten und Fetten, also eine hervorragende Soja-Alternative. Und im Handel, wie gesagt, auch als Sojamilch, Sojajoghurt und Sojaeis erhältlich, dort allerdings mit weniger Protein, deshalb am liebsten selber machen. Die Rezepte erfahrt ihr auf Vegan kochen mit Lupine. Das könnt ihr gerne bei Amazon eingeben und bestellen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt The Vegan Fitness Athlete, präsentiert von christian-wenzel.com. Bis dahin, Kai, vielen Dank. Gerne, ich danke dir.